die nächste Neuheitenvorstellung steht an und wir machen das mal ganz anders. Wir machen eine kleine Hommage an den IC der Deutschen Bahn mit dem schnellsten Praline der Welt. Und das Ganze bekommen wir hier ganz lecker von Manfred Böbel und Lilliput. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Puttig. Erstmal traditionell, so wie jedes Jahr, begrüße ich Sie ganz herzlich und Ihr Team hier am Lilliput-Bachmann-Stand. Und ich möchte mal entgegen der üblichen Gepflogenheiten ganz anders anfangen. Haben wir ja gerade gemacht, also warum nicht? Ja, also mache ich auch ganz anders weiter, ja. Weil sonst stürzen wir uns ja immer gleich ins Getümmel und stellen die Neuheiten vor. Ich denke, diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit, weil ein bisschen weniger Neuheiten da sind. Mhm. Und genau darum geht es auch, das möchte ich kurz erläutern als Einleitung. Wir haben uns also entschlossen, dieses Jahr zumindest in H0 keine Neukonstruktion vorzustellen, weil wir erstmal alle anderen Sachen, die noch anstehen, ausliefern wollen und fertig machen wollen. Es macht keinen Sinn, wenn wir immer wieder Neues ankündigen und die alten noch gar nicht fertig kriegen. Es gibt ja auch kaum Kapazität irgendwo beim Hersteller in China, dass man das gleichzeitig machen kann. Und deswegen werden wir dieses Jahr einfach zurückfahren und werden dieses Jahr dafür aber fast alles ausliefern, was noch ansteht. Jetzt vermute ich mal ganz stark, bevor wir das verraten, was Neues kommt, dass die Liebhaber der kleineren Spuren wahrscheinlich heute großen Vorteil haben bei Ihnen. Ja, davon ist mal auszugehen, weil da sind ja auch die meisten Sachen, die noch ausstehen, die meisten Produkte. In H0 haben wir es jetzt schon geschafft. Mhm. Wir haben da jetzt die DE 2500 ja schon ausgeliefert, die war auch ein Jahr später. Dieses Jahr wird auch der Turmtriebwagen in H0 ausgeliefert. Der ist ja auch jetzt viel später als gedacht, aber der kommt jetzt auch. Und als nächstes kommen eben dann die ausstehenden Sachen in Spur N dran, die 56er als erstes im Sommer. Danach kommt dann die Dampfspeicherlok. Dann kommt der 628er, den wir letztes Jahr ja angekündigt haben für dieses Jahr. Und danach kommen wieder Neukonstruktionen in allen Spurweiten. Also liebe Modellbahnfreunde, die H0-Spur betreiben. Ein bisschen Geduld müssen Sie haben, wenn Sie Lilliput-Fan sind und beziehungsweise auch bestimmte Produkte von Lilliput abfahren. Jetzt werden erstmal die N-Bahner zumindest hauptsächlich bedient hier. Würde ich vorschlagen, wir fangen mal jetzt von oben an, die Liste abzuarbeiten. Spurübergreifend, das versöhnt wieder. Gibt es eine ganze Serie von Lilliput-Gebäuden in H0, H0E und N. Ja, die wollen wir vorstellen, weil es wirklich eine Neuheit ist. Wir haben in Lilliput noch keine Gebäude gemacht mit der Marke. Und wir haben uns gedacht, wir steigen jetzt einfach mal ein, so als Test, als Versuch, wie das denn so geht und ob die Leute das auch annehmen. Wir machen kleine Gebäude zunächst, die es überall geben kann, wie zum Beispiel einen Zeitungskiosk oder auch eine Imbissbude, die man dann individuell selbst beschriften kann. Denn ich denke, es ist wichtig, dass die Kunden sich entweder selbst beschriften oder die beiliegenden Beschriftungen nehmen können, ausschneiden, aufkleben, sodass ich nicht nur eine Imbissbude machen kann, sondern zum Beispiel auch einen Dönerstand. Und bei der Zeitungskiosk-Variante ist es so, dass wir sogar berücksichtigt haben, dass die Leute in Norddeutschland andere Zeitungen hinmachen können wie in Süddeutschland. Also ich denke, das ist schön und das ist wichtig und ansonsten sind die Gebäude fix und fertig. Die bestehen aus Resin, sind aber nicht mehr selbst anzumalen wie bei anderen Herstellern, die Resin-Gebäude herstellen, sondern die sind fix und fertig zum Hinstellen, die sind auch schon gealtert leicht. Das heißt, ich muss als Kunde nichts mehr machen und ich denke, dafür ist auch der Preis sehr attraktiv. Die haben wir in H0 und in N. Also ich denke mal, das ist ein interessantes Angebot, wobei man immer sagen muss, es gibt ja schon einen riesig bestehenden Markt an Modellhäusern und so weiter. Deswegen ist es auch mal sehr interessant, dass Lilliput sagt, wir tun unsere Kunden und unsere Fans, die also unsere Produkte kaufen, auch mal in diesen Modellbauhausmarkt ein bisschen so mit einführen. Finde ich eine interessante Idee. Wir werden nächstes Jahr sehen, was draus geworden ist. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Es gibt einen zweiteiligen Pendelzug der Zillertalbahn. Ja, zu dem Pendelzug ist zu sagen, wir haben ja letztes Jahr zwei H0E-Lokomotiven gemacht, die ganz aktuell sind, die in der Zillertalbahn eben auch fahren. Das war die Aachensee-Lok, die ein Sondermodell war, die ist bereits ausverkauft. Und das andere ist die Black Beauty, die schöne schwarze Lokomotive. Ja. Aber natürlich wollen die Leute da auch entsprechende Wagen dazu haben. Die fahren ja immer mit ganz bestimmten Wagen. Und diese Wagen haben wir zwar im Programm,
hatten die aber noch nie in der Epoche 6 Ausführung, sodass sie auch zu diesen Loks passen. Und die machen wir natürlich jetzt in dieser Ausführung dieses Jahr, sodass die Leute dann auch zu den Loks Waggons haben. Apropos Waggons, gutes Stichwort, geht's gleich weiter. In dreiachsige Schmalspur Holztransportwagen H0E. Ja, das ist auch die gleiche Spurweite. Da ist dazu zu sagen, das muss ich ein bisschen näher erläutern, diese Wagen gab es früher in dieser Ausführung, wo wir sie jetzt machen, nur als Exklusivmodell einer Firma in Österreich. Und die hat eben nur eine bestimmte Stückzahl herstellen lassen, wie es bei Exklusivmodellen so ist meistens. Und da sind sehr, sehr viele Schmalspurbahnen einfach leer ausgegangen. Die wollten den Wagen unbedingt auch haben, weil es ein schöner und beliebter Wagen ist und bekannter Wagen auch. Und so haben wir jetzt beschlossen, wir machen den Wagen einfach neu und zwar gleich als Set, sodass diese Leute auch den Wagen jetzt kaufen können und kriegen und gleich mit zwei verschiedenen Betriebsnummern. No, das ist doch eigentlich schon wieder komplett. Die Freunde wird es freuen, die H0E fahren, dass dieses Set wieder da ist. Dann, wir hatten gerade, oder Sie hatten es gerade angesprochen, diese Neukonstruktion in N, Turmtriebwagen der Baureihe 704. Ja, das ist jetzt die einzige Neukonstruktion oder nicht ganz, eine halbe haben wir auch noch, kommen wir noch dazu, die wir dieses Jahr vorstellen. Das ist einfach so, ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung, bin ja schon lange im Geschäft, dass dieser Turmtriebwagen, Bahndienstfahrzeuge gehen ja sowieso immer und sind gefragt und beliebt, der wird immer wieder angefragt. Also N-Bahner wünschen sich den, auch H0-Bahner, weiß ich. Also ich weiß, dass auch aber die wissen, sich den dass wünschen. Sie sich jetzt erstmal gedulden müssen. Genau, H0-Bahner müssen sich erstmal gedulden. Aber jetzt in N haben wir deswegen vorgestellt, weil bestimmte Teile vom 628er dafür verwendet werden können, Antriebsteile. Und da lag es nahe, dieses Fahrzeug einfach von vornherein mitzukonstruieren und mitzukonzipieren. Und deswegen stellen wir den jetzt auch vor und werden den machen. Und zwar in allen möglichen Varianten. Es gab ja nur 5 Fahrzeuge davon. Wir können den aber in Epoche 4 und in Epoche 5 machen. Und es ist eben schön, dass jedes dieser Fahrzeuge kleine Unterschiede hat. Also zum Beispiel am Dach sind verschiedene Sachen anders, die Antennen sind bei einem anders. Einer hatte eben keinen normalen Stromabnehmer drauf, sondern einen Dotzlerbügel. Und wir werden diese kleinen Unterschiede alle berücksichtigen, sodass wir auch wirklich jeden von diesen 5 Wagen in einer Epoche auf jeden Fall machen werden. Das finde ich auch mal ganz gut so, dass man also auch unterschiedliche Fahrzeuge baut, die so auch laufen und nicht so im Einheitsbrei macht. Finde ich klasse von Lilliput, sich an diese Geschichten ranzutrauen. Es gibt auch noch was Spezielles bei dem Fahrzeug. Wir haben ja beim Original eine Außenbeleuchtung. Der muss ja viel Licht spenden für diese Arbeiten, die mit dem Fahrzeug stattfinden. Und deswegen hat er auf jeder Seite 4 Außenleuchten, das Original. Wir haben diese Außenleuchten nachempfunden mit einem speziellen Lichtleitersystem, sodass der tatsächlich eine schaltbare Außenbeleuchtung haben wird. Und das ist, denke ich, was Schönes für einen Spielbahner. Das haben wir jetzt gerade im Bild gesehen. Ich denke, das wird sicherlich viele, viele ansprechen. Also das hat schon das Ding zum Highlight zu werden. Spur N geht es weiter. Gedeckter Güterwagen, das ist auch eine Neukonstruktion? Jein. Nein. Wir hatten ja letztes Jahr den GLM HS bereits vorgestellt. Den haben wir auch im Dezember ausgeliefert letztes Jahr, so wie es versprochen war. Ich glaube, dieser Wagen ist sehr, sehr gut geworden. Oder nein, ich bin sicher, der ist sehr, sehr gut geworden. Das hat ja auch jetzt schon das Online-Magazin 1160 gezeigt. Die haben den schon zum 3. Platz gewählt, obwohl er erst im Dezember ausgeliefert wurde. Wir haben bei dem Wagen aber am Anfang nur die Version gemacht mit glatten Wänden und mit Bühne oder mit Bremserhaus. Der wird natürlich auch ohne Bühne kommen. Und der kommt jetzt als halbe Neukonstruktion, sage ich deswegen, weil nur das Gehäuse neu ist, als verbretterte Version. Und zwar mit Bühne, ohne Bühne, mit Bremserhaus, ohne Bremserhaus und natürlich auch ganz ohne. Also so wie er ursprünglich hergestellt wurde, mit Brettern. Also alle Varianten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man eben, wenn man sich daran traut an solche Fahrzeuge, die Bretter, wie man so schön sagt, dann auch natürlich so entsprechen müssen, wie es auszusehen hat letztendlich. Ja, dann werden wir ja vom großen Ganzen. Wurscht, ja, haben wir noch. Es ist vielleicht noch zu sagen, dass der verbretterte Wagen ja
in ganz vielen Privatbahnvarianten auch gefahren ist, dass der auch ganz viel mit Werbung entsprechend beklebt oder bedruckt wurde. Das macht er dann wahrscheinlich auch nochmal. Und das machen wir natürlich auch, da lässt sich einiges machen. Wir haben ein paar Sondermodelle schon jetzt gemacht. Da ist ein Persilwagen dabei, da ist ein Bahndienstwagen, ist zwar kein Sondermodell, aber ein Bahndienstwagen ist oft aus dem Fahrzeug gemacht worden. Wir haben dann auch einen Dr. Oetker-Wagen, das ist auch ein Sondermodell. Und wir haben allerdings auch einen nicht verbretterten Sondermodellwagen, das ist der Mannerwagen. Und der Mannerwagen ist deswegen was Besonderes, weil er halt einfach Mannerrosa ist. Es gibt tatsächlich eine Lokomotive mit dem Motiv, die ist auch gemacht worden von dem Hersteller und es hat ja seinerzeit Arnold dann einen Mannerwagen dazu gemacht und wir machen jetzt noch einen dazu. So, dann hoffe ich natürlich, dass die Bahndienstmitarbeiter ganz fleißig zu den Waffeln greifen, auch aus den Wagen, die Sie gerade beschrieben haben. Stichwort Bahndienstwagen war gefallen. Die Bahndienstmitarbeiter, das war das Stichwort, ja. Das ist etwas, was ich gerne noch erklären würde. Ich habe Ihnen letztes Jahr schon den Bahndienstwagen vorgestellt und auch was dazu gesagt, was der haben wird, was für Features der haben wird. Jetzt haben wir den Bahndienstwagen fertig. Wir können ihn also jetzt auch schon zeigen. Den werden wir gleich im Bild sehen, denke ich. Ja. Und dieser Wagen, da möchte ich ein bisschen was dazu sagen jetzt zu den Features. Der Wagen ist ja so konzipiert, dass er bereits eine eingebaute Außenbeleuchtung hat. Denn beim Original ist es auch so, dass die Bahndienstmitarbeiter abends die Jalousien runterlassen, wenn die fertig sind mit der Arbeit. Das sind auch Jalousien. Oder vielleicht vorm Wagen sitzen und grillen, muss ja auch ein bisschen Licht Kann dazwischen. Auch mal sein, aber ich habe es noch nicht gesehen. Auf jeden Fall gehen die dann in den Wagen abends rein, machen Feierabend und die lassen dann meistens, wenn sie drinnen sind, die Jalousien runter und lassen das Licht brennen außen. Also der hat über den Türen so Soffittenlampen und die haben wir als LED eingebaut. Es sieht genau aus wie eine Lampe und ist eben auch eine Lampe. Die lässt sich beleuchten von innen. Wir haben in dem Wagen eine Platine eingebaut und diese Platine ist schon so vorbereitet, dass der Kunde, wenn er das möchte, dort einfach nur seine zwei kleinen Kabel anlöten kann und dann ist es egal, ob er Wechselstrom oder Gleichstrom nimmt, dieses Lämpchen auf beiden Seiten, dieses LED leuchtet dann auch. Also der muss sich um nichts mehr kümmern, der muss nur noch anschließen. Unten sind zwei Löcher im Wagenboden, schön versteckt, die kann er dann da durchführen, seine Strecken und kann das anschließen. Und dann kann er auch jede beliebige Situation beleuchtet, unbeleuchtet nachstellen auf seiner Baustelle auf der Anlage. Und ich möchte Ihnen das gerne mal präsentieren jetzt, wie das aussieht. Ich habe hier ein Muster vorbereitet. Ja. Da ist es so, ich kann also von unten, wenn ich mir das anschaue, da sind zwei Löcher drin. Die wird man jetzt sicherlich nicht so sehen. Die sind auch nicht ganz so wichtig. Die erkennt man jetzt kaum, da sind jetzt viele Löcher drin. Aber ich wollte Ihnen eigentlich die Oberseite zeigen, die Platine. Es lässt sich ja das Dach ganz einfach bei dem Wagen abnehmen. Da fasse ich jetzt mal hin, nehme das ab und habe hier auf dieser Seite die Platine. Ja. Die ist da nur reingesteckt. Das kann man hier sehen. Da ist die Elektronik drauf. Das ist die Elektronik der Platine. Da sind die beiden LEDs oben und unten zu sehen. Und die ist da aufgelegt, wird durch das Dach automatisch gehalten. Und der Kunde kann jetzt hier auf diesen beiden Lötpads seine beiden Kabel anschließen und dann Kabel unten durchführen, und dann sich das Dach anschauen, dass man es auch richtig wieder aufsetzt. Da ist die Seite mit den Aussparungen. Und dann klipst er das Dach drauf und der Wagen ist dann beleuchtet. Und fertig ist die Laube. So funktioniert das. Und das gab es eigentlich bei einem Spur-N-Wagen überhaupt noch nicht, sowas mit einer Beleuchtung, dass die schon eingebaut ist, Einstiegsbeleuchtung oder so. Es sei denn, es waren Bastler und Friemler dabei, die es dann versucht haben, selbst natürlich zu kriegen. Aber Bastler als Serienfahrzeug ist das schon eine Aber ich denke, das ist einfach für jeden, einfach da zwei Kabel hinzulöten, das kriegt jeder noch irgendwie fertig, denke ich. Tolle Idee. So. Dann sind wir eigentlich bei den N-Bahnern, die wir richtig gut bedient haben, durch. Ich denke schon, ja. Und waren auch die wesentlichsten Neuheiten so von euch, die ihr vorstellen konntet. Und liebe Zuschauer, jetzt habe ich natürlich einen ganz großen Vorteil, den Sie nicht haben. Ich nehme die schnellste Duplo-Praline einfach mit, darf ich? Logisch. Das war's dann. Vielen Dank für die Neuheiten. Gerne geschehen und Ihnen noch eine schöne Messe. Im Versagen. Nach dem Gespräch bei Lilliput Bachmann muss ich mich jetzt sputen. Ich denke, dass mich eine Menge Neuheiten bei Lemke erwarten. Richtig, das ist dieses Jahr auch mal wieder der Fall. Frank, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast.
Wir beide haben ja sowas wie ein kleines Mini-Jubiläum. Nein, echt? Ja, und zwar treffen wir jetzt zum dritten Mal uns hier an dieser Stelle und reden über die Neuheiten. Ja. Frei nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Nicht nur diese drei Dinge sind gut, sondern auch unsere Neuheiten dieses Jahr sind mal wieder richtig gut. Kann ich mir auch vorstellen. Und, ich habe es schon gesehen. Ja. Und ich möchte auch die Zuschauer zu Hause begrüßen und wünsche auf jeden Fall schon mal jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es wird sich lohnen. Ja. Ja, dann wollen wir die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Ja, und zwar fangen wir an. Katalog 2018, Lemke Neuheiten, wird ab der Messe in dem Fachhandel erhältlich sein. Kann man sich auch downloaden bei uns auf der Webseite lemkecollection.de. Im Menübereich Download findet man auch alle anderen Neuheiten, Jägerndorfer, LS-Models, was man möchte, als PDF zum Download, und da kann man ein bisschen stöbern. Und wir stöbern schon mal vorweg, um genau den Appetit anzuregen, würde ich sagen. Mit welchem Modell fangen wir an? Wie viele wissen, sind wir ein Familienunternehmen, Lemke, mittlerweile in der zweiten Generation. Und das will ich auch eigentlich dann direkt als Überleitung nutzen für unsere erste Neuheit. Und zwar mit der ersten Neuheit werden wir die Foslo G2000-Familie vervollständigen. Es ist so, wir haben ja jetzt schon im letzten Jahr und in den letzten Jahren haben wir die Güterlok von Foslo, die G2000 gemacht, wir haben die G1700 gemacht, die G1206 und jetzt kommt eben als Ergänzung der Familie die G1000. Die wird es in H0 und in N geben, Spur N geben, und in H0 beschränken wir uns auf die Variation analog mit Sound, Wechselstrom mit Sound, weil das ist einfach, das sind die gängigsten Variationen, die am häufigsten nachgefragt werden, und das übernehmen wir dann, da sparen wir uns dann quasi die AC. Kann man das auch dann später selber nochmal nachrüsten? Oder, die sind auch nachrüstbar, ja, richtig, okay, genau. Gut. Also die haben alle eine Steckschnittstelle, ja. Da kann man Decoder, kann man ohne weiteres nachrüsten. Mhm. Und wir verwenden ja auch die neuesten Decoder-Generationen. Das ist relativ einfach. Mhm. Super, die nächste. So, dann haben wir, um auf die G2000 bzw. die Foslo G-Familie nochmal zurückzukommen, G1700 haben wir in den letzten Jahren auch schon angekündigt bzw. auch schon ausgeliefert. Drei neue Varianten gibt es von der G1700 in Spur N. Richtig schöne Sachen dabei, einfach mal reinschauen. Zum Thema Vectron. Vectron ist ja quasi mittlerweile eine klassische Lokomotive, eine, ja, gute sogar. Richtig, genau. Wir haben ja von den Taurus-Modellen in Spur N sind wir ja im hohen fünfstelligen Bereich mittlerweile, was an verkaufte Modelle angeht, was Varianten angeht. Wir haben ja eine Edition Kunstdruck, die nochmal ein bisschen darstellt, welche Vielfalt an Drucken es auch im Original gibt. Das haben wir natürlich auch auf die Vectron-Loks übertragen, und da gibt es auch ein paar schöne Varianten. Unter anderem empfehle ich mal einen Blick auf unsere Webseite, Artikel H2984, SBB-Lok, die neue Vectron, ist der Hammer. Optisch ein absolutes Highlight, sieht toll aus, und am Montag nach der Messe wird in Duisburg das Original vorgestellt. Da werden wir hinfahren mit als dem Modell. Als feierliches Rollout sozusagen, ja. Okay. Da werden wir mit dem Original, mit unserer kleinen Spur N-Lok hinfahren. Vorstellen. Und dann machen wir schöne Fotos, da freue ich mich drauf, weil das, die Vectron mal im Original zu sehen, da kriege ich sogar Gänsehaut. Kann ich mir vorstellen. Die Vectron gibt es ja auch in Dieselvarianten. Richtig. Gibt es da irgendwas in der Richtung? Ist da was geplant? Es ist auch eine Neuheit in diesem Jahr. Und zwar die Dieselvariante ist im Original ein Stückchen länger. Und dementsprechend können wir leider nicht die, so nach dem Motto, Pantographen weglassen und hier hast du deine Diesellok, sondern es ist halt ein neues Werkzeug, was gebaut werden muss. Es ist dementsprechend eine Formneuheit. Die Diesellok Vectron, die wird dann Anfang 2019 auch verfügbar sein. Auch in diversen Varianten, ja, analog und mit Sound natürlich. Und auch sicherlich Bedruckungsvarianten. Schöne Bedruckungsvarianten, die jetzt neu kommen. Also die Diesellok, da gibt es noch nicht so viele schöne Varianten, aber das kommt. Ja.
So, dann geht es weiter in dem Vorstellungsreigen. Berliner S-Bahn. Aha. Schon mal gehört? Klasse, ja. Nee, fast jeden Tag. Nein, ist okay. Berliner S-Bahn ist Ecke, das Kapitel. Oder ah, Ecke. Ecke, wa? Das ist ein Kapitel für sich. Richtig, genau. Auch ein Kapitel für uns. Eine Lieblingslok von meinem Vater, Berliner S-Bahn, hängt sein Herzblut dran. Haben wir jetzt ein Souvenirmodell gemacht für den Berliner Markt in TT. Haben sich auch sogar TT-Leute schon umgebaut. Also es ist fantastisch, wozu Leute in der Lage sind heutzutage. Wir bieten das Modell an in H0. Mit Motor, fahrfähig, mit Decoder-Schnittstelle, mit Innenbeleuchtung, mit allem nötigen modernen Einrichtungen, Eigenschaften sind vielfältig und es wird eine interessante Lok, beziehungsweise wird ein interessanter Triebzug. Mit Sound? Und schwierig? Nein, ich glaube, ich weiß gar nicht. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Habe ich nicht auf dem Zettel stehen. Ja, okay. Peinlich. So, wird im Frühjahr 2018 ausgeliefert, also quasi April, Mai, denke ich. Okay. Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Zug. Bleiben wir im H0-Bereich, Epoche 1. Was kann es Schöneres geben als eine tolle Fahrt mit dem Orient Express von Calais über Paris nach Venedig? Ich glaube, da stellt man sich im Kopf schon eine richtig schöne Reise vor. Wir bilden das Modell nach, so wie wir das in den letzten Jahren auch schon gemacht haben, in H0 und in N. Diesmal die schöne Farbvariante in dem Cremeweiß und und Holzoptik. Das ist das neue H0-Set Calais Paris Simplon Express. Der heißt offiziell Calais Méditerranée Express und wird auch lieferbar sein Anfang nächsten Jahres. Aktuell ist ja noch in der Auslieferung die alte Variante, der Cannes-Nizza-Wien Express, der eben auch als Teakholz-Variante wunderschön aussieht. Da sollte man doch fast mal die Jahre zurückdrehen und mit dem Original fahren. Durchaus, das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Ist klar. Auch allerdings, auch übrigens mit Innenbeleuchtung, also wird wirklich ein High-End-Produkt. Okay. Ja, jetzt geht's nach Bayern. Bleiben wir in der Höhe. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass dieser CIWL-Wagen ja über den Simplon-Pass fährt, deswegen auch Simplon-Express heißt. Simplon-Pass in der Schweiz geht auf 2000 Meter hoch. Und eine ähnliche Lok, die auch in Höhen unterwegs ist. In den Bereichen unterwegs ist, genau. Bayerische Zugspitzbahn, die Tallok. Da haben wir jetzt schon einen Prototypen auf der Messe ausgestellt. Da sehen wir vielleicht aktuell oder gleich ein Foto von noch. Ist ein sehr schönes Modell und hat auch eine Innenbeleuchtung. Es ist eine Tallok mit Ergänzungswagen. Dazu gibt es noch ein Ergänzungsset, um es eben vierteilig im Original zu fahren. Ist eine ganz andere Geschichte, aber wir finden es toll, auch mal was in einer anderen Richtung zu machen. Insofern. Das finde ich ganz super, die Idee. Drängt sich mir die Frage auf, hat das schon mal jemand gemacht? Nee, wa? In H0, also vielleicht als Kleinserie. Persönlich noch nie über den Weg gelaufen. Also ich muss sagen, auch nicht. Hut ab für diese Idee. Dankeschön. Klasse. Danke. Was auch interessant ist, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, LS-Models ist ja mittlerweile jedem ein Begriff, gerade zum Thema Wagengarnituren, Wagensets ist eigentlich. Wer den qualitativ hochwertigen Personenwagen schätzt, kommt an LS nicht mehr vorbei. Wir haben ja seit über 8 Jahren haben wir eine sehr gute Kooperation mit LS Models und haben auch den Exklusivvertrieb eben für Deutschland inne. Und wir haben festgestellt, dass es immer mehr Endverbraucher gibt, die komplette Wagengarnituren, Wagensets haben wollen, wie beispielsweise ÖBB Nightjet ist im Moment ein Thema in aller Munde. Das sind ganz verrückte Wagenkombinationen, die kennt man als Normalsterblicher nicht. Und hin und wieder, wenn man die Wagen einzeln ausliefern würde, würde da möglicherweise ein Wagen fehlen. Aber da hat sich ja die Deutsche Bahn ja ein bisschen was aus der Hand nehmen lassen, denn die ÖBB profitiert ja unheimlich davon. Ne? Ja, die
Und ihr jetzt letztendlich auch, weil ihr habt neue Modelle. Ja, die ÖBB macht da irgendwas richtig. Das kommt ganz gut an, wobei wir auch natürlich den City Nightline von der DB Programm haben, eben auch in den Zugzusammenstellungen. Das ist schon ganz schön geworden. In der Regel ist es so, LS liefert die Wagensets und wir liefern die Lok, und das ist eine schöne Kombination, weil alles abgestimmt ist. Okay. Was haben wir noch, Frank? Ich habe keine Ahnung, ich sehe das nicht so richtig auf den Spickzettel, da muss man die Arme, glaube ich, 2 Meter lang machen. Letztes Jahr was angekündigt. Ach, das Highlight. Nachfrage zum ICE 4. Stimmt, das war ja die Überraschung für mich, muss ich sagen, mit dem Triebkopf. Was macht eigentlich der ICE 4? ICE 4 macht eine Menge. Wir werden das siebenteilige Set mit der fünfteiligen Ergänzung werden wir im Oktober, November ausliefern können. Der geht im September in die Produktion bei Kato. Und das Tolle daran ist, der wird nicht nur super schön, sondern der wird auch super günstig. Also wir haben hier in toller Kooperation mit Kato zusammen und auch dank einem verbesserten Wechselkurs, muss man ehrlicherweise sagen, ein Preis, der überraschen wird. Gut, mehr im positiven Sinne. Mehr verraten wir nicht. Und dann gibt es ja noch eine Ankündigung zu machen. Das Krokodil, österreichische Krokodil, was wir zusammen mit Jägerndorfer gemacht haben, beziehungsweise jetzt Jägerndorfer für uns macht, exklusiv, wird jetzt nach der Messe ausgeliefert. Wir haben heute Morgen die Info bekommen, dass die Produktion fertiggestellt ist und jetzt verschickt wird. Sprich, nach der Messe wird die Auslieferung erfolgen. Minis, immer schon ein Steckenpferd gewesen von uns. Wir machen dieses Jahr mal was ganz Modernes. Street Scooter ist in aller Munde. Gibt immer mehr Varianten, die deutschlandweit durch die Gegend fahren. Interessant, die CJs an den Seiten sind für jede Region unterschiedlich. Und das werden wir auch in Spur N, Spur H0 und wahrscheinlich auch in 1:43 in Resine nachbilden als Modell. Das war es schon, liebe Modellbahnfreunde. Der dritte und vierte Teil unserer Messeberichterstattung ist zu Ende. Wir sehen uns wieder auf gleicher Welle und Kanal in Kürze zum Teil 5 und 6 der Messe-Sondersendung. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Frank Buttig.